So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Wonders. Ich hätte es fast nicht geschafft, rechtzeitig den nächsten Part aufzunehmen, wenn mal ein Part nicht sofort kommen sollte. Keine Sorge, es geht nicht gleich wieder in die nächste Jahrespause. Also die Ferien sind noch ein bisschen, es kann passieren, dass mal ein, zwei Tage oder so, dass ich aus irgendwelchen Gründen nicht dazukomme. Aber keine Sorge, die nächsten Wochen ist der Kanal erstmal relativ aktiv. Ja, vielleicht auch mal mit Zusatz Super Mario Maker Folgen. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Wünsche gelesen. Wir gucken mal, was so möglich ist, ne? Ich kann aber nie was versprechen. So, das Erste, was wir jetzt mal gerade tun müssen, ist Folgendes. Sariel hat mich darauf hingewiesen, dass ich eine Sache bei meiner Kontrolle vergessen habe. Ich habe ja sonst immer kontrolliert, ob die Level so einen grünen Haken haben, ne? Denn normalerweise haben ja Level, beziehungsweise die ganzen Welten, glaube ich sogar, weiß ich jetzt nicht. Haben ja so einen grünen Haken. So, wir haben hier zwar zum Beispiel eben gesehen, dass wir alle Samen haben, aber ist wirklich jedes Level abgeschlossen. Das gehen wir jetzt mal kurz durch. So, bisher ist hier überall ein grüner Haken. Ja. Okay, das ist jetzt eine interessante Frage, ne? Das ist dieses Level da unten, Poplins in Not. Da habe ich mir ja schon gedacht, irgendwie fehlt da was. Das irritiert mich. Ich glaube, da gehen wir nochmal rein gleich. Ja, ich glaube, da gehen wir nochmal rein. Mir fehlt ja auch noch ein Secret Exit, ne? Das ist ja das Ding. So, und hier habe ich wohl bei einem eine lila Münze. Ja, guck mal hier. Da habe ich eine lila Münze ausgelassen. Hoppala. Beim Tanz der Ninjas habe ich die vergessen. Ach, Mensch. Da müssen wir nochmal in das Level rein. Alles andere hat einen grünen Haken, ne? Ja, wunderbar. Dann starten wir hier. Dann starten wir hier. Holen die zweite blaue Münze, eine lila Münze nach. Und, ja, ne? Gucken mal. So. Okay. Ah, ich muss das hier oben auslösen, ne? Ach ja, das war ja die ganze Zeit, war es ja das Ding. Ja. Aber ich muss nur kurz gerade sagen, es ist gerade extremst laut. Nicht bei euch, aber bei mir. Wartet mal einen Moment. So. Vielleicht so leiser. Okay, es ist überhaupt nicht leiser. Ach, das ist, weil das der Kopf... Ah, Moment. Das ist bei meinem Fernseher die Lautstärke für den Kopfhörer. Die muss ich gesondert. Sieht man das jetzt eigentlich? Nee, man sieht das Fernsehmenü gar nicht. Okay, einen ganz kurzen Moment. Ah, habe ich wieder nicht nachgedacht. Dass ich das hier gesondert umstellen muss. Oh nee, wie ging das denn? Konfiguration. Wenn ich das jetzt nicht auf die Schnelle finde, dann ist auch kurz egal. Dann ist es halt ein bisschen lauter für mich auf dem Kopf, aber bei euch ist es nicht lauter. Bei euch müsste die Einstellung ganz normal sein, wie vorher auch. Na? Ah, hier Ton. Ah, hier Kopfhörerlautstärke. Let's go. Ja, die ist halt... Hallo. Die kann ein bisschen weiter runter. So. Ah, das ist ja dumm, dass man das so extra über die Einstellung machen muss. Mein Gott. So, egal. Ja, viel besser. Okay, also wo habe ich denn da... Ja. Ich meine, wir... Die erste haben wir ja dann offensichtlich gefunden. Das heißt, bevor die erste kommt... Ah, hier ist die erste. Ja gut, das ging jetzt ziemlich schnell, ne? Und die dritte haben wir dann ja auch gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt die dritte sehe, weiß ich, ich bin zu weit. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Die
Frage ist nur... Komme ich da auch wieder zurück, wenn ich es versauen sollte? Oh, warte mal. War sie das? Nee. Aber das ist ja auch interessant, dass diese Dinger nur aufgehen, wenn man den Rhythmus befolgt. Oh boy. Ja, moin. Okay, ja, da wäre ich. Okay. Die hätte ich niemals, wenn ich nicht gezielt danach gesucht hätte, im normalen Spiellauf mitgenommen. Da wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man das so macht. Ja, da war dann die Nummer 3. Ja, ja. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Gut, dann haben wir die zusammen. Prima. So. Damit ist jetzt aber jedes Level in Welt 4 wirklich auch mit dem grünen Haken, ne? Ach, guck mal. Und jetzt ist da oben bei der Welt auch der grüne Haken. Und der war da vorher noch nicht. Und der ist da bei der 5 auch noch nicht. Dann ist da hinten wirklich ein Secret Exit. Aber dann komischerweise scheinbar ein Secret Exit ohne zusätzlichen Samen. Oder wie sehe ich das? Das irritiert mich schon wieder. Aber hey, wir gucken mal rein. So, ich habe hier diesen Klopp bekommen. So, also nach hinten ist nichts. Und ich kann hier auch nicht. Jetzt, ich meine, jetzt geht das hier kaputt, aber das nützt mir ja gar nichts. Ah, nee. Also an sich läuft man das Level ja einfach nur ab. Da war ja kein anderer Weg oder irgendwas möglich. Na? Ja, und hier ist jetzt halt Ende. Und jetzt ist, aber ab jetzt ist es automatisch. Also ab jetzt passiert alles automatisch. Ich kann ja nichts mehr machen. Und jetzt in die Richtung verlasse ich jetzt das Level. Und in die Richtung geht nichts mehr. Es ist dann einfach ein Level, was man nicht abschließt. Aber dann wäre es wirklich ganz komisch, dass man nicht den grünen Haken bekommt, ne? Man macht es einfach nochmal und bekommt dann den... Wow. Okay. Ich nehme das jetzt einfach so hin und kommentiere das nicht weiter. Kümmern wir uns um dieses Level. Dieses Level hat nichts damit zu tun, wie man hier hingekommen ist. Wir werden jetzt nur ganz unvoreingenommen dieses Level hier kommentieren. Oh Bruder, das ist so. Okay, da ist aber, glaube ich, die Mütze hier dann sogar extremst gut. Oh shit. Oh Gott, ich muss auf dem Ding drauf. Ich nehme mal den Kollegen. Ich glaube, der könnte hier echt cool sein.
Das hat sehr gut funktioniert. So, also dann wahrscheinlich springen wir am besten nicht, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so das beste Item dafür. Bruder, hallo. Die Frage ist jetzt, ja, ich muss da drüben runter. Oh, Bruder, okay. Aber dass ich da an die Wand ran kann, ist gar nicht so doof. Ja, wow. Nein, ich glaube, wir nehmen... Jetzt, wo ich gesehen habe, wie es aufgebaut ist, nehmen wir, glaube ich, doch wieder den Fallschirm. Ich dachte, das ist jetzt die ganze Zeit auf einer Plattform, aber es ist nicht die ganze Zeit auf einer Plattform. Es ist nur kurz immer. Und dann kann man zwischendurch schon ganz gut mit dem Schweben, glaube ich, sich helfen. Ja. Dann kann ich jetzt hier sagen, hui, und kann da rüber gehen. Und da kann ich jetzt sowieso da reinschweben. Ja. Und da gehen wir am besten los, wenn diese Dinger weg sind. Ja. Da wird jetzt gleich das nächste rauskommen. Huiuiui, hallo. Hallo Marcel, da bist du. Und da ist meine zweite Blume. Nicht Blume, die Dings, weißt du schon? Oh, und jetzt... Okay, jetzt geht's ab. Was passiert jetzt? Okay, jetzt fallen wir wirklich so runter. Oh, nee. Okay, aber jetzt weiß ich, wo die dritte ist. Gut. Die müssen wir ja nur einmal einsammeln. Das ist ja auch in Ordnung. Die müssen wir zum Glück nur einmal einsammeln. Das war nicht so gut jetzt. Kriege ich das irgendwie gerettet? Nee. Okay. Das war nicht so gut. Aber dann wäre es wirklich gut, wir behalten den Pilz vorne. Den wir da an der... Also den Pilz, den wir an der einen Stelle bekommen, den zu behalten, wäre wirklich gut. Aber dann haben wir einen Treffer mehr auf dem Rückweg. Also auf dem Unterweg. Ihr wisst, was ich meine. So, dann sind wir nämlich schon wieder hier. Wir können uns jetzt schön gechillt den Pilz holen. Und können jetzt schön in Ruhe hier runter. Und jetzt aber aufpassen. Ah komm, wobei ich weiß jetzt ja, was hier abgeht. Ich kann jetzt ja einfach mittig runter, ne? Dann kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Sehr gut. Okay, wenn ich nach oben drücke... Ja, perfekt. Ich kann das Ganze ein bisschen blocken und schneller machen. Ja, okay. Gute Steuerung. Ja. Hi. Aber so läuft es doch schon ganz gut. Wow, hallo, Jo. Das Gute ist, wir haben schon die Dinger, also eigentlich ist alles... Oh, das ist Insta-Kill. Oh, das ist Insta-Kill. Okay. Okay, das macht es jetzt doch wieder etwas gruseliger. Nix mit meinem zweiten Hit. Oh, das ist Insta-Kill. Okay.
Kann ich nicht hier eigentlich dann einfach ohne die Dinger da auch so? Ja, perfekt. Easy. Ist dann der Pilz überhaupt gut, weil ich dadurch größer werde? Also habe ich dann dadurch nicht sogar eine größere Fläche? Meine ja nur. Wobei, wenn die Dinger auf mich draufhallen, dann habe ich wahrscheinlich wieder den Hit, ne? Ja, aber dann riskieren wir garantiert jetzt nicht, nochmal in die Nähe von diesem Zeug zu kommen. Aber sowas von nicht. Ich dachte, das ist so, ne? Das ist wie Lava. Ja, ja, ergibt schon Sinn. Ergibt natürlich Sinn, dass das Insta-Kill ist. Hallöchen. Genau, aber wenn mich die halt treffen, dann ist ja alles cool. Dann passiert ja nichts. Dann geht ja nichts schief. So, aber jetzt werde ich mich hier schön weit entfernen von den Dingern. Da bin ich zu weit nach links. Vorhin war ich zu weit nach rechts. Alles klar. Okay. Aber das Level darf ja auch gerne herausfordernd sein. Da spricht ja gar nichts dagegen. Oh, das ist nicht so gut. Okay, doch. War okay. Oh, das ist nicht so gut. Okay, doch, war okay. Gut, also wir kommen hier relativ schnell sogar runter. Jetzt machen wir das einfach so wie vorhin auch. Ich weiß ja hier in der... Oh, okay, cool. Ja, ich komme in der Mitte einfach runter. Das kann man ganz gut... Es gibt... Entschuldigung. So, jetzt ein bisschen besser aufpassen, da nicht mehr in diese Lava zu rutschen. Das ist nicht so gut. So, jetzt kommt es in der Mitte. Ja. Und jetzt gehen die, jetzt kommen die Kugeln. Gehen wir hier, dann gehen wir hier rüber, dann gehen wir hier rüber. Jetzt wird es wieder ein bisschen enger. Okay. Wir sind einfach kurz vorm Ziel gestorben. Ey, es ist doch wieder unglaublich, ne? Es ist doch wieder unfassbar. Okay. Wir waren einfach beide Male kurz vorm Ziel. Wirklich, du kannst dir das nicht ausdenken. Wie auch immer. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Düb, 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 düb. So. Dann können wir auch gleich wieder ein bisschen Geld bei dem Abzeichen-Ding liegen lassen. Aber ich gehe noch auf zufällig. Ich kaufe noch nicht gezielt. Ich kaufe noch nicht gezielt. Na, weil die gezielt schon zu kaufen, finde ich jetzt noch zu bald. Das können wir noch bald genug machen. Wir müssen nur aufpassen. Guck mal, weil wir kriegen auch so noch neue. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu oft, also dass wir nicht zu oft 999 lila Münzen haben und dann diese 999 lila Münzen mit neuen Münzen füllen und das halt nichts bringt, ne? Oh, guck mal, Orange haben wir bald voll. Ja, guck mal, also wir kriegen noch ganz gut gefüllt. Jawollo. Jawollo. Orange fehlt nur noch eins. Jawollo. Ich gebe es 500. Ich glaube, dann kann ich wieder relativ ohne schlechtes Gewissen ganz viele Lila-Münzen sammeln in den nächsten Leveln. Ne? Jawollo. Aber es ist halt wieder typisch Nintendo. Es gibt keine Option zu sagen, hey, ich kaufe 20 Stück auf einmal. Nein, ich muss immer alles einzeln anklicken.
Jawollo. Hey, wir sind gleich bei 100 Ansteckern. Ja, oder auch nicht. Okay, wir sind aber bei 500, wo ich habe gesagt, ich mache bis 500. So, dann können wir wieder ein bisschen auffüllen. Wunderbar. Ja, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ich denke, hier gibt es keine großen... Ne? Das ist einfach... Die haben wir alle abgeschlossen. Passt. Dann können wir zum nächsten Level da unten irgendwo... Wo muss ich... Hallo? Ja, so muss ich. Gut. Gehen wir bei den Blüteninseln weiter nach links zu den Magmahöhlen oder wie es hieß. Okay, erstmal kommen noch Zwischenlevel, habe ich mir gedacht. Hallo. Aber erstmal eine Verschnauf. Oh, es ist ein Abzeichentest, ist ja keine Verschnaufpause. Ja, let's go. Die Schwebepirouette, neues Abzeichen, okay. Was ist das denn jetzt? Drück in der Luft R oder schüttel den Kontrollwert das hinauf zu... Oh, das ist so ein Ding. Okay, das ist aber auch, glaube ich, ein sehr cooles Upgrade. Das ist so, ja, ja, doch, das fühle ich sehr. Das ist so ein typisches Upgrade, das fühle ich sehr, doch. Ich glaube, das werde ich eine Zeit lang nutzen. Das ist cool. Bin ich Fan von. Ah, da oben ist die Münze, okay. Ja, doch. Das ist ein cooles... Das ist schön, das behalten wir ein bisschen. Das hat so was von diesem... von dem Drehding in Mario Galaxy. Ja, doch. Doch. Das ist cool. Kann man nicht anders sagen. So. Ja, wir stecken das an. Ja. Und dann haben wir im Garten der Piranha-Pflanzen. Ja, let's go. Rein da. Okay, da unten brauchen wir eine Art Stern. Okay, ich habe noch keinen Stern. Ich muss das mal hier längs. Jetzt bin ich da hinten. Die fährt runter. Okay. Es wirkt fast so, als ob man zum Schluss dann da unten wieder vorkommt. Na? Blume. Aber die Blume macht ja nichts mit denen, ne? Die sind ja da, genau. Die juckt die gar nicht. Oh, im Hintergrund seht ihr das Riesige. Natürlich seht ihr es. Okay, wie komme ich da hoch? Ja, cool. Vielleicht andersrum, dass die höher fährt. Ah, jetzt komme ich hier rein. Okay, das ist ein Leben. Okay, so geht's. Guck mal, hier ist eine rote Röhre. Komme ich an die rote Röhre dann? Ha. Ah, ja. Okay, aber jetzt kann ich dann wahrscheinlich erst wieder nach vorne und um da was holen. Kann ich die Kollegen da mitnehmen? Ja, nee. Und jetzt kommt der Stern. Ja, okay, da ist mein Mann-Showan. Und jetzt geht's wieder zurück.
Ja, okay. Und das ist wahrscheinlich die andere Röhre, wo ich dann auch hergekommen wäre. Ja. Mit dem Unterschied... Mit dem Unterschied, dass wir halt jetzt eine blaue Münze, lila Münze mehr haben. Sehr gut. Habe ich jetzt schon erwähnt, dass man den Bowser im Hintergrund sieht? Das finde ich ein sehr cooles Detail. Ist das schon in anderen Leveln auch so gewesen? Nee, oder? Falls ja, habe ich es noch nicht bemerkt. Jetzt habe ich es bemerkt. Das finde ich ein sehr cooles Detail. Mach dich mal weg, Kollege. Okay, da geht nix. Da unten kann ich rein. Ah, da brauche ich auch wieder einen Stern. Kann ich das riskieren? Kommt hier ein Stern? Ja. Perfekt. Und hier ist meine Blume. Jawollo. Oh boy. Geht's aber los hier. Das ist aber jetzt nochmal eine ganz neue Form der Psychose hier. Okay, jetzt bin ich da hinten. Werde ich denn jetzt da? Okay. Okay, warte mal. Ich muss hier den Kollegen mir holen. Und nochmal. Nein, gib mir doch mal den Kollegen. Ich will doch nur den Kollegen hier. Danke. Sehr schön. So, aber wir haben noch nicht die dritte lila Münze, richtig? Richtig. Wollte ich nur festgehalten haben, ist mir schon bewusst. Ich weiß noch nicht, wo die dritte lila Münze ist. Oh shit. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, was die dritte lila Münze angeht. Aber, nein, nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Habe ich nicht, jawollo. Wow, Bruder. So muss das. Ich hatte kurz ein schlechtes Gefühl und dann habe ich da unten eine Lücke gesehen. Sehr schön. Dann sollte dieses Level auch komplett passen. Eine Kampfparty haben wir hier. Ein komplettes Wicklerrennen, okay. Und dann das Hauptlevel. Und dann geht's hier in die Welt 6. Okay, pass auf. Ich denke, Kampfparty und Wicklerrennen schaffen wir noch. Und den Eintritt zur Welt 6 machen wir dann nächstes Mal. Würde ich jetzt mal vorsichtig so sagen. So, wir werden wieder den Bohrer nehmen. Und als Alternative den Elefanten. Aber erst den Bohrer. Gucken wir mal, was passiert. Okay, ich weiß nicht, ob der Bohrer hier jetzt so gut ist. Da ist dann doch eher der Elefant sinnvoller. Oh no, come on. Brauchst du viel zu lange hier für alles.
Sehr gut. Das war jetzt wiederum ganz gut und schneller. So. Was jetzt? Okay, auch das geht ganz gut mit Elefant eigentlich sogar, ne? Ja. Okay. Next. Okay, ich glaube, die gehen auch ganz gut mit Elefanten. Okay, ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit, oder? 72? Ich könnte mir vorstellen, dass 80 vielleicht die Einserzeit ist. Oh, bitte, komm schon. Komm schon, komm schon. Yes! Richtigen Riecher gehabt mit der 80. Sehr gut. Ja, hervorragend. Mehr wollen wir doch nicht. So. Dann geht's ins Wicklerrennen rein. Ich denke, da ist der Anstecker logisch, oder? Da gab's doch irgendwie diesen Geschwindigkeitsanstecker. Wo war denn der? Genau, den Kollegen da. Ich glaube, der ist dafür sinnvoll. Let's go! Vielleicht ist er doch nicht so gut. vielleicht ist der Rennanstecker doch nicht ganz so gut. Aber wir gucken mal. Ich probiere es nochmal mit dem. Ich glaube, ich muss nur ein bisschen mit dem Lernen umzugehen. Aber wir gucken uns vielleicht erstmal das Level an. Vielleicht gucken wir uns erstmal das Level an. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, mir scheint, dass es für die Geschwindigkeit doch so ausgelegt ist, es so zu spielen, dass man nicht rennt. Oh, Bruder, ich dachte, ich habe noch einen Pilz. Turns out, hatte ich nicht. Ah, den hatte ich an der Stelle verloren, ich erinnere mich. Ja, Bruder, das war nicht so gut jetzt. Das war gar nicht so gut jetzt. Okay. Yes, sehr gut. Jetzt habe ich den Pilz noch. Ich wollte springen. Ich habe es gesehen, aber es kam nichts mehr. Sag mal, gibt es hier lila Münzen? Nein, okay, gut. Aber ich war schon besorgt, dass ich was verpasse. Ich war schon richtig besorgt, dass ich was... Okay, einfach nur das Rennen schaffen. Sehr gut. Das kriegen wir doch hin. Oh, da ja, da war ja der Treffer von vorhin. Jetzt muss ich hinten wieder aufpassen. Oh,
Oh, andere Richtung, alles klar. Oh, Bruder, der kommt hier hoch. Okay. Ich glaube, wir haben es, oder? Okay, es hat so gewirkt, aber war noch nicht, war noch nicht. Yes! Geil. Sehr cooles Rennen. Sehr cooles Rennen. Sehr cooles Rennen, doch. Aber der Drehsprung hat mir enorm geholfen. Der hat mir richtig geholfen, muss ich zugeben. Komm, dann haben wir jetzt trotzdem noch Zeit. Das ging jetzt echt schnell. Aha, und jetzt haben wir hier den Zirkelschluck. Oh, wait, ist das da drüben jetzt? Ist das da drüben jetzt? Ah. Das ist jetzt das letzte... Ah, das vorletzte Level Spezialwelt. Okay. Dann gibt es nächstes Mal dieses Level und den Einstieg in Welt 6. Danke fürs Zuschauen und tschüss.